Yo YouTube, was geht ab? Ich bin's Renick und ich melde mich heute mal wieder zu Wort zu einem neuen Commentary auf dem VD Clan Channel. Und ja, ihr habt richtig gehört, eine neue Missgeburt am Start. Und denke ich so, hä, Nico, was ist denn das für eine Missgeburt, oder? Ja, ich kann euch einfach ganz ruhig beruhigen. Ich bin keine Missgeburt, ich bin einfach nur ein neuer Commentator und neuer PC-Member auf dem VD Clan Channel. Und natürlich möchte ich mir erstmal ein kleines bisschen vorstellen, denn ich bin Rainic Real aka Simon, bin 16 Jahre alt, spiele COD, habe einen eigenen Channel, natürlich Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, ich möchte erstmal ein recht herzliches Dankeschön aussprechen an den VD-Clan, dass sie mich aufgenommen haben als neuen Commentator und allgemein, ihr seid richtig korrekte Leute und danke dafür, dass ich heute mal einen Commentary machen darf und heute euch und die Abonnenten von dem VD-Clan-Channel entertainen darf. Richtig nice, Jungs. Richtig geile Aktion. Und ja, ich habe nämlich heute auch ein Thema mitgebracht. Das Thema nennt sich Black Ops 3, wie ich mir Black Ops 3 gekauft habe und oder wie ich halt an das Spiel angekommen bin. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach mit der Real-Life-Story. Ja, Jungs, ich, natürlich 16 Jahre, habe ein Moped. Fahr mit meinem Moped erstmal in die City, hol mir meine Paysafe-Card und düst wieder zurück. Alles easy. Ich glaube, das war am 4.11. Das war der Mittwoch oder so und da habe ich mal einen Paysafe geholt und habe mir dann Black Ops 3 per MMOGA Link gekauft. So, richtig nice Aktion gekauft, so runtergeladen am Donnerstagabend, also von Mittwoch zum Donnerstag über Nacht, konnte ich natürlich nicht schlafen, musste ich mit irgendwelchen Ohrstöpseln schlafen, war natürlich richtig angenehm, aber das habe ich auch überlebt und schon ging es weiter, war ich dann halt Donnerstagabend zu Hause. Und dann waren halt 47 GB runtergeladen. War richtig nice. Und ich dachte eigentlich, dass es so ein bisschen mehr, so 65 oder so was GB waren. Aber ist auch egal. Jedenfalls habe ich mir runtergeladen und habe dann einfach nur noch gewartet. Jedenfalls habe ich mir einen Wecker gestellt für 23.59 Uhr. Und natürlich, wie man mich kennt, ich verpenne es einfach. Richtig nice. Wach dann den nächsten Tag zum Release-Tag am 6.11. um 6 Uhr früh auf und denke mir so: Oh, Nico, was ist da los? Du musst eigentlich noch eine Runde Black Ops 3 grinden. So, am PC gesetzt, da stand dann da. Sie müssen erstmal noch 47 GB entpacken. So, natürlich erstmal 2 Stunden noch entpackt. Da war es dann schon 8 Uhr, aber Nico, juckt mich nicht. Hab's trotzdem noch gegrindet, Gegner. So, dann schön gegrindet, Black Ops 3 runtergeladen gehabt und dann entpackt, gezockt. Erste Erscheinung. Jungs, das Intro oder halt die Animation von Treyarch und Activision, richtig nice. Dachte so, oh shit, das Game, ha, Hammerketton. Jedenfalls richtig geile Animation und ja, ich hab's halt gleich gestartet, richtig geile Einstellung, alles noch schnell eingestellt, Maussensitivität, Mausfilterung ausgemacht und diese Mausbeschleunigung, alles easy, fresh. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal dazu ein Video machen, wie so meine Setups sind, also allgemein, wie so meine Einstellungen sind. Und ja, jedenfalls habe ich es dann einfach gespielt, hat richtig Bock gemacht, Jungs, das Game bockt einfach nur, also wer es noch nicht hat, Kaufempfehlung ist raus, Amanagon, und das Game ist einfach nur richtig nice, es macht einfach Spaß, zusammen, solo, egal was, und es ist halt Black Ops 1, 2, Ghost und AB zusammen. Black Ops 1 wegen dem Waffenfeeling, Black Ops 2 wegen Farm und Map of War, Black Ops, nein, wollte schon sagen Black Ops 3, alles klar, ich wollte schon sagen, jetzt erstmal Ghost natürlich, wie bei mir in meiner Leitung, ich denke mir so manchmal, alles klar, Stucks wie so eine brasilianische Dorfnote, einfach richtig viel und dann manchmal gehst du einfach mit 2 selber auf den Strich, richtig nice Aktion und dann halt noch ein bisschen A wegen den Thrust Jumps, aber das ist ja nicht das Thema. Allgemein, es macht richtig Bock und ja, wir haben auch schon geile Gameplays erspielt und ja, ich weiß gar nicht, was heute im Hintergrund läuft. Das ist nämlich nicht meine Aufgabe und ja, wahrscheinlich ist es Black Ops 2 oder Black Ops 3 und ja, ich möchte mich auch jetzt schon wieder an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da und einen Kommentar und ja, am besten noch ein Abo und, oder dann wäre eigentlich alles klar und das wäre richtig optimal. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, schau, Rainic Real meldet sich demnächst irgendwann mal wieder weg. Habt noch einen schönen Tag oder habt noch eine schöne Nacht, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ich bin raus. Mein Channel abchecken und ja, bis dahin. Ciao.